Was geht ab, Leute? Und ich sitze mitten im Restaurant. Also ich sitze in der Mitte, richtig unangenehm. Aber kein Problem, wir sind schon jahrelange YouTuber. Juckt nicht, dass wir mittendrin mit uns selber reden. Später Start, ich habe mit meinen Ex-Nachbarn noch ein bisschen was gemacht. Weil Ende des Monats, die sind ja ausgezogen. Und die haben mir ein paar Sachen noch da gelassen, super nett. Beste Nachbarn, die man sich wünschen konnte. Und dann bin ich halt hierher gefahren. Und die Kollegin schreibt dann so, dass sie draußen was gemacht hat mit den Regalen oder sowas. Und der Nachbar über ihr, also über uns, hat aus dem Fenster gespuckt und sie fast getroffen oder so. Und eins ihrer Möbelteile getroffen. Der Typ langweilt eh schon. Wir hatten ja mal dieses große Gespräch, wo wir uns alle ausgesprochen haben. Man mag über dieses Event nicht mehr reden, aber da hatte sie mir auch geschrieben, dass sie den, also sie hatte vor meiner Tür was gehört, hat sie aus ihrem Spionloch geschaut und hat gesehen, wie der Nachbar an meiner Tür gelauscht hat, während wir das Gespräch hatten. Richtig creepy. Und jetzt hat er halt aus dem Fahrzeug gespuckt und sich was getroffen. Also der Kerl langweilt mich und die Nachmieterin schaut später vorbei. Vielleicht lernen wir die kennen und dann hoffen wir, dass sie gechillt ist, dass sie freitags, wenn wir Primetime haben, keine Probleme macht, also dass wir sie nicht stören, dass sie da ein bisschen tolerant ist. Aber wir versuchen eh immer auf die Lautstärke zu achten. Also so schlimm ist nicht bei uns eigentlich. Schaut gerne vorbei, freitags, live auf Twitch, @supersoft. Next week. Sorry. we have this shrimp ice. Habe ich schon. This already. Is already ordered. Already ordered. For later, yeah. Oh, wow, okay. Das ist schon bekannt, Leute. Das ist nicht mein erster Versuch hier, den legendären Bubble Tea zu bestellen. Heute hat wieder nicht geklappt. Tapioca ist aus. Nur Milchtee, aber 50%. That's some original shit here. Wenn wir schon mal da sind, Leute, gönnen wir uns auch. This last week, we have, this is Kobe brown sugar syrup. Oh, okay. Okay. Thank you. Danke. Homemade brown sugar, Leute. Das findet man echt nicht überall. Shaved ice. Ja, richtig so Asia-Style mit Bohnen, süßen Bohnen und sowas. Gelee. Ich gebe auf YouTube ein Chain. Was wird mir als erstes vorgeschlagen? Chain Link. Wegen Krypto blabla. Und das, was ich sehen wollte. Chainsaw Man Trailer. Official Trailer. Yes. Ist ein Manga, den ich gelesen habe. Der war gut auf jeden Fall. Und der wird jetzt krass gehypt. Der kriegt ein Anime. Und ich weiß nicht, woher der Hype kommt, aber die Leute sind gehypt. Ich meine, der Manga war gut
Und jetzt schauen wir mal kurz rein. Weil viele kennen den. Das ist der nächste Hype, das soll krasser werden als Jujutsu Kaisen, krasser werden als Demon Slayer. Animation sieht top aus. Jo, was geht? Ich bin wieder zurück. Ein paar Sachen musste ich erledigen. Hab die neue Nachbarin leider verpasst. Aber ich habe ein bisschen mit denen über mir gequatscht. Ist ein älteres Pärchen, was heißt älter? Eigentlich schon Oma-Opa-Level. Und ja, wir hatten bisher keine Probleme mit mir, uns und dem Lärm. Also Lärm, ich weiß ja gar nicht, wie laut das rüberkommt. Und ansonsten, puh, DFI, krasser Job. Verrückte Sache ist passiert. So ein Wal hat, ich weiß nicht, ob es alles ist, was er hatte, sein ganzes DFI. Aber DFI im Wert von 19 Millionen hat er verkauft und dementsprechend hatte das eine Auswirkung auf den Gesamtwert von DFI, weil DFI ist natürlich noch nicht so groß und 19 Millionen ist natürlich viel. Das hat schon eine große Auswirkung momentan noch auf DFI. Und natürlich wird jetzt viel gelabert, spekuliert, Kopf zerbrochen, dies, das, aber was soll man machen? Also wir haben weiterhin Vertrauen, immer schön chillen, hodeln weiterhin im LM. Ich mache täglich meine DFI, auch wenn die DFI momentan gerade nicht so viel wert sind. Ist natürlich jetzt bitter, weil der Markt eh gerade down ist und es nicht so saftig gerade war, aber ich meine, am Ende des Tages, was können wir machen? Wir können hodeln und chillen, wir können noch mehr kaufen, den Dip kaufen oder wir können Panik schieben und verkaufen. Das sind unsere drei Optionen. Ist momentan nicht die saftigste Situation allgemein im Kryptomarkt, aber es ist auch geil, dass wir das alles dokumentieren, weil dass wir auf einmal 20k im Monat machen, ist ja relativ aus dem Nichts gekommen, weil für euch, weil wir haben es halt nicht dokumentiert damals noch. Das war dann, bam, auf einmal kommt das Video, hey, wir machen 20k im Monat. Aber eigentlich war es ja ein langer Weg bis dahin und dasselbe wird halt jetzt auch sein. Ende des Jahres werden wir ja sehen, wo DeFi steht, wo Krypto, der Kryptomarkt ist, Bitcoin und so. Und das ist halt echt spannend, richtig lustig und wir sehen halt, es halt, alles wird dokumentiert, jeden Tag, im Intro, in den Daily Vlogs. Cool bleiben, Leute, und Synergy trinken. Keine Produktplatzierung. Gänsehaut, Digga, Gänsehaut. Das ist ein AMV zu Record of Ragnarok. Habe ich ja letztes Jahr auf Netflix geschaut. Animation war jetzt nicht so geil, aber irgendwie bin ich doch reingekommen und nur abgesehen vom ersten Kampf danach mit Adam und dann die anderen Kämpfe und der Manga, den ich auch gelesen habe, krank. Und ich habe mir das gestern zufällig angehört und ich habe anders krass Gänsehaut bekommen. Ich hatte in meinem Leben noch nie Gänsehaut. Also schon Gänsehaut, aber nicht so krass Gänsehaut. Ganzer Körper, boah, so ein krasses Gefühl. Und dieses London Bridge is falling down, auf einmal in meinem Kopf, das war irgendwie so metaphorisch ersetzt mit Bitcoin und Krypto is falling down. Weil momentan sieht es halt echt nicht gut aus und so viele Leute schieben Panik. Ja, es ist nicht so leicht, wie es aussieht. Also, wenn es so leicht wäre, wieso macht das nicht jeder, war eine Frage, die wir oft bekommen haben. Vor allem, wo wir das Video mitgemacht haben, wo wir angefangen haben zu erzählen, dass wir fünfstellig machen. Ja, warum macht das nicht jeder? Wie vielen Leuten habe ich davon erzählt und wie viele Leute haben das dann tatsächlich gemacht? Wie viele Leuten versuche ich immer noch hinterher zu laufen und denen das vorzuschlagen? Obwohl die alle meine Daten, Fakten und sowas sehen, Zahlen sehen. Stellt euch mal vor, ich würde das nicht zeigen. Viele Leute zeigen ja nicht mal ihre Zahlen und wie schwer es dann da ist. Respekt an alle, die so lange durchgehalten haben, die die ganzen Bärenmärkte durchgemacht haben, die OGs, die Hardcore, die immer dran geglaubt haben und immer noch dran glauben. Respekt. Krass, massiv Respekt. Wenn ich so lese und mitbekomme, was für Panik die Leute schieben für bei so kleinen Sachen. Nur Kuss geht raus an Sascha. Der ist krass, Mann. Der lässt sich nicht verunsichern. Der hat's echt begriffen. Wenn es so leicht ist, wieso macht das nicht jeder? Ja, wieso macht es nicht jeder? Das war's von mir.
Ihr wisst Bescheid, wie man liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Videos ab, folgt uns auf Instagram und Twitch. Fast jeden Freitag sind wir live. Jetzt haben wir schon ein paar Freitage verpasst, aber ihr wisst Bescheid. Vertraut in Bitcoin. Wir werden es in ein paar Jahren sehen. Ihr werdet hier die ganze Reise mitbekommen. Bitcoin hier, 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 hier. Werden wir alles mitbekommen, dokumentieren. Investiert in Cashflow. Ich bin gechillt. Ich bin zuversichtlich. Das war's von mir, Serious Business. Ciao.